Guten Nachmittag und herzliche Grüße an die Studierenden, Studenten und Studentinnen der Architekturfakultät in Innsbruck. Wir machen heute das Auftaktgespräch in einer Reihe von Interviews, die wir Pop the Bubble genannt haben. Organisiert worden ist die ganze Veranstaltung von Gestaltung 1 der Architekturfakultät. Wir sind heute hier auf Schloss Juval, einem wunderschönen Ort am Eingang des Schnalstales. Und wir dürfen heute unseren ersten Gast und auch zugleich Gastgeber vorstellen. Ich grüße Sie ganz herzlich, lieber Reinhold Messner, und vielen Dank, dass Sie bereit sind, mit uns dieses Gespräch zu führen. Grüß Gott. Also wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich gerne sprechen heute über das Thema Berg, Mensch und Architektur. Das Thema Mensch und Berg hat Sie ein Leben lang begleitet. Sie haben nicht nur sehr viel darüber geschrieben, Sie haben unzählige Vorträge darüber gehalten. Sie sind in den Medien präsent mit diesem Thema. Und ich glaube auch, dass es ein schönes Thema ist, um dem Gespräch einen Leitfaden zu geben. Sie haben dieses Verhältnis des Menschen zum Berg ja nicht nur theoretisch reflektiert und darüber geschrieben, sondern Sie haben es auch gelebt und streckenweise auch durchlitten. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, wie stellt man jemanden vor wie den Reinhold Messner? Und die Antwort war meistens, es kennt ihn jeder. Es kennt ihn jeder, wir brauchen ihn nicht vorzustellen. Trotzdem möchte ich ein paar Ereignisse in Ihrem Leben rekapitulieren, ein paar Eckpfeiler noch einmal nennen. Sie waren Extrembergsteiger, sind bekannt geworden weltweit als der, der alle 14 8000er bestiegen hat. Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Es jährt sich zum 50. Mal die Tragödie vom Nanga Parbat, zum 40. Mal der Alleingang auf dem Mount Everest. Sie sind aber nicht nur ein Grenzgänger, sondern sie sind auch ein Quergänger. Sie sind durch die Wüsten der Welt gegangen, durch die Sand- und Eiswüsten. Was weniger bekannt ist, Sie sind auch ein Querdenker in der Politik gewesen. Sie waren als, bin ich immer noch. Sie waren als Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, damals auch in einem politischen Naheverhältnis zum Alexander Langer, den ich sehr schätze. Sie sind Ideengeber. Sie haben die Messner Mountain Museen initiiert, die Sie selbst als den 15. 8000er bezeichnen. Und Sie nennen sich heute einen Bergbauern. Ja. Gibt es in Ihrem Leben ein Ereignis, das alle anderen Ereignisse überstrahlt? Oder gibt es einen Kristallisationspunkt, von dem ausgehend man andere Episoden Ihres Lebens besser verstehen kann? Also mein Schlüsselpunkt und mein Schlüsselberg ist der Nanga Parbat. Durch den Verlust meines Bruders, durch die Nahtoderlebnisse, die ich selber dort hatte, wurde mein Leben begrenzt. Vorher war es vage in die Zukunft hinein gedacht, und durch die Begrenzung habe ich viel genauer anschließend geschaut, was ich in meinem Leben tue. Habe großen Wert darauf gelegt, ein selbstbestimmter Mensch zu bleiben, was immer ich tue. Und wenn man mir das nicht erlaubt, bin ich sofort weg. Heute noch. Und ich habe dann eben verschiedene Spielfelder oder auch kulturelle Felder, was den Berg angeht, angepackt. Nicht die Museumsgründung, habe eine Stiftung gemacht für die Bergvölker, habe mich auch mit Architektur beschäftigt, allerdings ohne Architekt zu sein. Ich bin Geometer, ausgebildeter Geometer, aber habe nie praktiziert. Und habe vor allem in der letzten Zeit über praktische Nachhaltigkeit im Gebirge, über Zukunft der Architektur im Gebirge geschrieben und nachgedacht, ohne jetzt irgendwas vorlegen zu können, sondern nur als Praktiker. Ich habe gesehen, wie die Einheimischen weltweit in den Gebirgen verschiedene Lebensformen und auch Architekturformen gefunden haben, wo es ideal ist und wo wir in Zukunft aufpassen müssen. Und darüber bin ich gern bereit, auch zu reden. Also wir kommen noch zu diesen Projekten. Wir werden auch dann noch näher auf die Architektur zu sprechen kommen. Es gibt eine gewisse Verwandtschaft des Architekten mit dem Extrembergsteiger, auch wenn das nicht offen liegt. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, jemand, der auf den 8000er steigt, der kommt an die Grenzen der bewohnbaren Welt. Ja. Das ist naheliegend. Der Architekt lotet auch das Wohnen aus. Wie bewohnen wir diese Welt? Wie werden wir es in Zukunft bewohnen können, ja, unter den vielen Einflüssen, denen wir ausgeliefert sind? Wir sind neuen Problemen ausgeliefert, wir müssen neue Antworten finden. Beiden ist ja gemeinsam, dem Bergsteiger wie auch dem Architekten und dem Künstler, dass sie sich in eine ungewisse Zukunft hineinbewegen. Der Bergsteiger, der am Fuß eines Berges steht, der beginnt eine Gratwanderung, weil sich eine Schere öffnet zwischen dem, was er geplant hatte, was irgendwie kalkulierbar war, die Route, zumindest geht er rein mit einer geplanten Route, und dem, was der Berg mit ihm macht.
Das ist auch beim Künstler so, der sich dem Werk ausliefert. Sehen Sie hier eine Parallele oder ist das zu weit hergeholt? Nein, nein. Im Leben generell, Menschen, die kreativ sind, die etwas Neues machen wollten, leben in dieser Spannung zwischen dem, was planbar ist, was vorgesehen ist und dem, was dann wirklich passiert. Die Natur ist nämlich alle Tage neu, die Natur ist kreativ, die ist weder gut noch schlecht, die ist absichtslos. Und wir arbeiten alle, der Architekt und auch der Bergsteiger, in der Natur und mit der Natur. Und deswegen müssen wir uns anpassen und neue Antworten finden, wenn plötzlich ein Unmöglich auftaucht oder eine zweite Variante auftaucht in dem, was wir tun. Und gerade was die Südtiroler Verbauung angeht, also ich bin ja inzwischen vorsichtig geworden, allgemein Plätze von mir zu geben, zu sagen, da kenne ich mich auch, da sehe ich, was läuft. Natürlich war es großartig, irgendwo bei den Navajo-Indianern zu sehen, wie die in die Felsen hineingebaut haben, schon vor Tausenden von Jahren, ohne Ressourcenverbrauch, mit idealer Nutzung der lokalen Energie, also im Sommer Kühlung durch die Felsen, im Winter die Helligkeit und auch die Wärme durch die Sonne, die dann sozusagen senkrecht auf die Wohnflächen fiel. Und aus diesen Erfahrungen habe ich dann nachgedacht, wie könnten wir es anders machen. Wir in Südtirol können uns keinen Landschaftsverbrauch mehr leisten. Sonst werden wir mit dem Tourismus in 100 Jahren keinen Erfolg mehr haben. Richtig. Aber was tun wir dann? Wo tun wir die Häuser hinein? Wo sollen die Jungen heute leben? Und da gibt es bereits Beispiele, eben wie das Haus von Thun, also nicht von Matteo Thun, der hat es geplant, sondern vom Bruder, das einfach in den Hang hineingebaut ist. Warum sollen wir Südtiroler nicht in diese Hänge, die überall sind, unsere Wohnungen reinbauen, wo nur die Südfront offen ist? Im Winter kommt die Sonne hin, im Sommer geht die Sonne über das Haus drüber, das ist begrünt. Und ich habe die ganze Energie, ich habe die Kühlung gelöst und ich brauche nur das Erschließen mit den entsprechenden Kanälen, Wasser, Abfluss, Licht. Und dann habe ich die Landschaft nicht verbraucht und wenn ich von unten rauf schaue, sehe ich nicht ein Haus. Natürlich werden wir dafür nicht alte Bauernhäuser, wie sie in Ulten stehen, die vor 1000 Jahren gebaut wurden, mit den Ressourcen vor Ort, Steine vor Ort, Kalk vor Ort, der selber gebrannt wurde, auf jedem Hof, natürlich auch Holz vor Ort. Das ist eine großartige Architektur, weil der Umgang mit den Ressourcen so sparhaft war. Und gleichzeitig eben nur lokale Ressourcen verbraucht wurden. Ich habe hier, wir sind noch nicht so offen, das herzugeben, ein Haus gebaut, das ist in die Felsen hineingebaut. Den Fels, den wir herausgenommen haben, haben wir aufgemahlen als Schotter und dort eben zu Zement, Malta vermischt. Und man sieht nichts. Das heißt, wenn jemand dort vorbeigeht, sieht er das Haus nicht. Das ist einfach in Felsen hineingegraben. Gegraben, nicht gesprengt, weil das war für das Schloss nicht tragbar, sondern einfach hineingegraben. Und ist für mich das schönste Haus, das es auf der Welt gibt, weil der Ressourcenverbrauch war minimal. Die Heizung ist minimal, weil im Winter eben die Sonne das über Fenster, die mehr sind als beim normalen Haus, das kann man zwar nicht so einfach verstehen, hineinkommt. Und im Sommer geht die Sonne in dieser Breite doch heiß, einfach über das Dach, das aus Fels bzw. Beton gebaut ist und begrünt ist, den Weg. Und es war ein Felsen vorher und jetzt ist es wieder ein Felsen. Es hat sich nichts verändert. Und so könnte man natürlich nicht überall, nicht aller Orten, aber wenn man bedenkt, dass der Boden dabei eben fast nichts kostet im Verhältnis zum Bauplatz im Meran, kann man mit gleichen Kosten arbeiten. Eine andere Geschichte ist für mich eine sehr wichtige, das Upcycling. Ich bin der Meinung, dass wir ein großes Problem kriegen, nicht nur mit der Energie, mit großer Wärme, damit Kühlung. Im Winter müssen wir trotzdem heizen. Wir kriegen auch ein Problem mit den Ressourcen. Und deswegen bin ich eben der Meinung, um die Nachhaltigkeit zu sichern, müssen wir lernen, abzucyceln. Also ein Gebäude, das für irgendwas da war, nicht mehr genutzt wird, mit minimaler Veränderung zu etwas Besserem zu machen. Da habe ich auch ein Projekt, das noch nicht genehmigt ist, aber hoffentlich genehmigt wird. Ich sage nur Beispiele, dass man versteht, ich bin nicht ein Theoretiker, sondern ich bin jemand, der versucht, das zu machen. Ich bin hier auch nicht allein, sondern
mit Herrn Senfter, das ist der Hauptbeteiligte bei den Seilbahnen in Innichen und in Sechsten. Da wird eine Seilbahn aufgegeben, muss aufgegeben werden wegen Alter, auch weil der Mittelpfeiler rutscht. Und man könnte die erneuern, aber dann müsste man die ganzen Pfeiler wechseln, weil eben einer rutscht. Und man hat sich entschieden, nicht mehr eine Seilbahn zu machen, sondern eine Umlaufbahn. Das ist heute günstiger, das ist die modernste Technologie. Das ist natürlich das Recht dieser Seilbahnbetreiber. Und jetzt bleibt natürlich eine Bergstation und eine Talstation übrig. Ja. Und wir haben uns vorgestellt, die Bergstation abzuzyklen, nur Fenster zu machen dort, wo die Bahnen reinfuhren und wieder rausfuhren. Mhm. Und sonst mit einem Aufzug und ein paar Treppen das Ganze in ein Museum zu verwandeln. Mhm. Und nicht mehr nur diesen aggressiven, schnellen Skitourismus anzubieten, sondern parallel dazu Kulturtourismus anzubieten. Mhm. Ein Museum natürlich zum Thema Berg, in diesem Fall zu den Dolomiten. Der Platz ist großartig, also Location ist gut. Das Abbauen, runterführen, wäre teurer, wie der Eingriff, der notwendig ist, um das Museum zu machen. Aber man versteht es nicht. Man glaubt, das sei nicht notwendig. Oder während ich eben sage, das ist ein Beispiel, wie man eben etwas neu nutzen kann. Jemand gewesen, der immer sehr präsent in den Medien auch darüber diskutiert hat, was er erlebt hat. Also einerseits polemisch, andererseits auch manchmal radikal. Ja. Und Sie haben sich deutlich positioniert, was auch richtig ist. Und in vielen Ihrer Gespräche taucht immer diese Idee einer Extremsituation auf. Ja. Jetzt wollte ich Sie fragen, diese Extremsituation heißt ja, dass der Mensch sich vollständig selbst exponiert. Ja. Ist das für Sie auch oder wie eine Form, eine Affirmation von Gewalt? Ich meine, es ist nicht nur von physischer, in dem Sinne, dass sie sich anstrengen, bis zur Grenze zu gehen, sondern auch im Sinne einer sozialen Gewalt. Würden Sie sagen, dass es der Einsame ist, der so etwas machen kann und damit soziale Gewalt ausübt, oder sehen Sie das anders? Das sehe ich anders. Also, das sehe ich geschichtlich gesehen, also alpingeschichtlich gesehen. Wir sind alle mehr oder weniger früher oder später in diese Rolle des Grenzgängers hineingewachsen. Mhm. Bei mir war das ganz einfach. Ich bin in einem Südtiroler Tal, im Füllnöstweil, aufgewachsen. Das ist von Bergen umstanden. Und am Beginn kamen die Eltern, die uns mitgenommen haben, zum Wandern. Das war die einzige Möglichkeit damals für eine Mutter mit ihren Kindern. Was soll sie am Wochenende anfangen, neben der normalen Arbeit, die im Haus anfiel. Ja. Und da sind wir zum Wandern gegangen und sind bald über die Waldgrenze hinaus gekommen und konnten ein bisschen in die anderen Täler schauen. Und ich bin mit 5 Jahren mitgenommen worden von den Eltern auf den Sassrer Gais. Ein 3000 Meter hoher Berg, gar nicht so einfach, wo man auf die ganzen Dolomiten und auf die Zentralalpen schauen konnte. Das heißt, ich habe gesehen, die Welt ist ein bisschen größer wie Füllnöstal. Also, aber es gab am Rand immer noch Berge, die das Ganze umstellt haben. Und dann wurde ich so mit in der Pubertät ein Kletterer, natürlich kein extremer Kletterer, und mit 80-20 kam ich drauf, da gibt es eine Szene. Also eine richtige Kletterszene. Da gibt es in England ein paar Verrückte und in Nordtirol gab es immer gute Kletterer. Im Vorarlberg, also zuerst, ich kam dann in Verbindung mit einigen exzellenten Kletterern und habe gesehen, was die drauf haben und was die besser können als ich und habe gelernt. Und dann kam das Gefühl, ich gehöre dazu. Und damit begann bei mir auch das Zurückgehen in die ganze Historie. Und das Bergsteigen entwickelt sich seit 250 Jahren, ich meine jetzt wirklich das schwierige, extreme Bergsteigen, nach einer Prämisse, möglich oder unmöglich. Und jede junge Generation hat versucht, das, was die Alten als unmöglich erklärt haben, möglich zu machen. Das ist die Führt das in letzter Instanz dann zu diesen Phänomenen des Speed Climbing, wo Leute in 46,3 Minuten die Nordwand der mittleren Zinne erklimmen? Überhaupt nicht. Also das halte ich für nicht wichtig. Ich werde das in meinen alpinen führen. Ich habe ein Buch geschrieben über die Kletterentwicklung, habe jetzt gerade in der Corona-Zeit ein Buch fertig gemacht über den traditionellen Alpinismus und sage, es kommt nicht auf Zeit an. Es kommt nur darauf an, dass du das überlebst. Die Kunst heißt nur, dorthin zu gehen, wo noch niemand war, in eine Dimension einzusteigen, die als unmöglich gilt, und das zu überleben. Würden Sie das dann auch als eine Form von Kreativität bezeichnen? Ja. Sie haben ja, also was man Ihnen nachsagt, was Ihre große Leistung im Bergsteigen ist, war diese Übertragung des alpinen Kletterstils in die Regionen der 8000er. Ja, das war eine. Das heißt, wo man flexibel eine Dimension. Eine. Ja. Ja, würden Sie das als
eine Form von Kreativität bezeichnen, dass sie damals unterschieden hat von anderen Bergsteigern, oder war es ihre Möglichkeit, schnell und rational auf Probleme zu reagieren? Nein, nein, das war von mir gedacht und geplant, das hat mit Kreativität zu tun. Dann war es Versuch und Irrtum, gelingt das oder gelingt es nicht. Aber einerseits aus praktischen Gründen, ich hätte in den 70er Jahren, am Nanga Parbat war ich ja Gast, habe ein bisschen was dazu gezahlt, aber nicht die ganze Expedition mitfinanziert. Aber nachher war ich mehr oder weniger dann gezwungen, das selber zu machen, wenn ich weitermachen wollte. Und mit dem Südtiroler Hinterland, vor allem mit mir als Querdenker, hätte ich nie die Mittel aufgebracht und musste mir damit einen neuen Stil finden. Und dieser Alpenstil im Himalaya ist eine Erfindung von mir aus wirtschaftlichen Gründen und auch aus einer Vision heraus. Das könnte sein. Und dann wird das Bergsteigen etwas ganz anderes. Aber ich hatte schon als Alpenkletterer das Ganze auf den Kopf gestellt. Also mit The Times They Are Changing von Bob Dylan. Also in diesem Sinn. Die Zeiten ändern sich, meine lieben Leute. Der heroische Alpinismus ist vorbei. Jetzt geht es darum, dass wir mit den minimalsten Mitteln, die es gibt, also damals schon Verzicht auf Mittel. Und ich habe den Verzichtsalpinismus geprägt. Nicht den Eroberungsalpinismus, sondern den Schwierigkeitsalpinismus. Sondern den Expeditions- immer mehr Weglassen. Was man gesagt hat früher. Bei meiner ersten Expedition hatten wir 8 Tonnen Ausrüstung, waren 18 Leute. Das Ganze hat knappe 500.000 Euro gekostet, im heutigen Geldwert. Und 10 Jahre später habe ich eine Besteigung gemacht des Mount Everest im Alleingang mit 60 Kilogramm Ausrüstung und keine $10.000. An Kosten. Und diese Variante des Bergsteigens hat sich dann gesteigert bis hin zum Alleingang. Der Alleingang die letzte Konsequenz dieser Art des Kletterns? Ja, aber der Alleingang ist nicht unbedingt nach meinem Wunsch. Der Alleingang war für mich nur eine Art Abfrage nach der Selbstmächtigkeit. Kann ich das auch allein? Oder bin ich auf jemanden angewiesen? Und ich brauchte lange nur psychisch. Also das hatte nichts mit Technik zu tun. Bis ich das auch konnte, ganz allein. Weil wir Menschen, wenn wir allein sind und in der Wildnis sind und dann kommt auch noch die Nacht, dann haben wir es mit Ängsten zu tun, die ganz archaischer Natur sind. Die motivierend sind. Ja. Auch. Ja. Ich lache immer über die Psychologen, die sagen, nur Kinder haben im dunklen Keller Angst. Dann sage ich, dann geht's dir mal irgendwo auf 6000 Meter in einen Biwakplatz, wenn es draußen rumpelt, weil man nicht weiß, was runterkommt. Und du siehst nichts, du kannst dich nicht verstecken. Damit wären wir schon bei der nächsten Frage, die mich interessiert und die ich gerne mit Ihnen diskutiert hätte, und zwar die Nutzung unseres Lebensraums, des Alpenraums. Stellen Sie sich einmal folgende visionäre Szene vor. Sie kreisen nicht mehr mit dem Flugzeug um den Gipfel des Mount Everest, sondern Sie kreisen mit mir noch höher und wir schauen auf Europa. Wir schauen herunter auf eine Stadt, auf ein Lichtermeer, auf ein riesiges Netz von vernetzten Lichtern. Ja, auf eine Megacity, auf eine Zivilisation, die Sie, wenn Sie, sobald Sie auf die 8000er gestiegen sind, hinter sich gelassen haben. Jetzt plötzlich sehen wir bei Tag, dass Menschen in die schwarzen Löcher dieser Megacity reinfahren. Das sind die Stadtparks, das sind die Pyrenäen, das sind die Alpen, das sind die Karpaten. Richtig, ja. Die Menschen fahren hinein, so wie die New Yorker in den Central Park gehen. Sie fahren hinein, weil sie eine Sehnsucht haben nach Freiheit, nach Natur, unter Anführungszeichen. Sie werden immer mehr Sehnsuchtsorte in Ihren Köpfen produzieren und diese Sehnsuchtsorte auch dort suchen, wo Sie sie glauben finden zu können. Sie sind nicht mehr Ausbrecher, sondern Einbrecher, würde ich jetzt sogar sagen. Was erzeugt diese Vision in Ihrem Kopf? Ist das ein Bild, das Ihnen Sorge bereitet, oder sagen Sie, das ist eine Realität, die uns eh schon eingeholt hat? Nein, das ist natürlich eine Realität, mit der müssen wir leben, aber es ist genau richtig beschrieben. Die Alpen sind erfolgreich und deswegen leben die Tiroler relativ gut, die Südtiroler auch, weil die Alpen ein Sehnsuchtsraum sind und mitten in Europa liegen. Das heißt, von Norden und von Süden ist es relativ einfach, die Alpen zu erreichen. Und dann gibt es viele verschiedene Wünsche, was man dort machen kann. Aber die Leute wollen wirklich aus den großen Städten heraus. Sie wollen nicht in die Peripherie, sondern sie wollen wirklich in den Erholungsraum, in den Park. Die Alpen sind im Grunde ein Park. Und wir haben ein Problem gekriegt, dass durch die heutige Form der Werbung, Influencer-Werbung, Hotspots entstehen und dort genau das verloren geht, was die Träumer aus den Städten sich vorstellen. Stille, Ruhe, Erhabenheit. Genau. Die Leute fahren hinein, sind im Stau, fahren raus, sind im Stau und sie finden nicht ihre Sehnsuchtsorte, weil sie davon träumen, alleine dort zu sein. Richtig. Am Kara See sind am Tag 7000 Leute.
Sie folgen dem Internetmenschen, also diesen Influencerinnen, Influencern, die ein Bild gepostet haben, und das wollen Sie auch posten. Dann kommen Sie dorthin, da sind dort 500 Leute. Dann müssen Sie sich in die Kolonne stellen, zum Teil sogar inzwischen bezahlen, und dann dürfen Sie dieses Bild machen. Und dieses Bild von 1000 Leuten wechselt wieder von einem zum anderen, und da sind noch mehr informiert, dass dort der Himmel oder die, ich weiß nicht was, wohnt. Und es wird immer schlimmer. Die Leute machen genau das kaputt, was sie eigentlich sich ersehnen. Richtig. Und da muss der Touristiker, der davon leben will, hoffentlich über lange Zeit, also nachhaltig, gegensteuern. Mhm. Haben wir bisher nicht getan. Mhm. Das ist eine junge Erscheinung. Mhm. Aber auch Ihre Idee der Bauernhöfe, die Sie hier haben zum Beispiel, das sind ja eigentlich Kondensate einer jahrhundertelangen Erfahrung. Ja. Also Sie stellen dem gegenüber den Begriff der Erfahrung. Das heißt, Menschen müssen lernen, der Zeit Zeit zu geben und zu akzeptieren, dass es zwischen dem Hier und dem Dort einen Raum gibt. Ist das für Sie ein Lebensmodell oder ist es eine Spielart einer restaurativen Nostalgie? Wie würden Sie das sehen? Also das ist wieder ein praktisch gesehen. Also wir haben hier einen Bauernhof, der ist 1800 Meter hoch, der Dickhof ganz oben. Ja. Man sieht, dass er die Felder, das sind nur kleine Schnäuztuchel, große Felder da oben, also einzelne zwischen den Felsen. Das ist ein großartiges Stück Kultur. Und das ist langsam entstanden. Der Mensch ist ganz langsam die Hänge hinaufgezogen, weil mehr wurden, soweit es der Winterschnee, das Klima heißt, das erlaubt hat. Und damit ist diese kleinräumige Kulturlandschaft entstanden, die ebenso wichtig ist für das Landschaftsbild, wie eben die untere Gegend, wo die Touristen unterkommen, die Hotelgebiete. Die Leute werden nicht mehr zu uns kommen in die Alpen, wenn wir diese Höfe, da drin ist noch einer ganz im Schnals drin, verfallen lassen. Aber wir sind nahe dran, die Höfe verfallen zu lassen, weil sich das da oben nicht mehr lohnt. Und wenn sich das endgültig nicht mehr lohnt, werden die jungen Leute heruntergehen. Jetzt bleiben noch die alten Leute oben und früher oder später wird das brach liegen. Das heißt, dann ist niemand mehr da, der die Landschaft pflegt. Dann geht diese Kultur, diese Erfahrung, dieses Know-how verloren. Und dann haben wir nur mehr die Berge drüber, die natürlich wild ausschauen, solange Gletscher drauf fliegen oder schönes Wetter ist. Aber das reicht nicht, um die Touristen zu binden, weil die wollen natürlich diese romantische Vorstellung vom Bergbauern, die Möglichkeit zu wandern, möglichst für sich zu sein. In der Corona-Krise, vor allem im August, hatten wir in Südtirol einen ohne gleichen Erfolg, weil die Leute alle glaubten, sie sind für sich. Dann kamen sie auf eine Alpen, wo sie früher schon mal waren, da waren 100 Leute, da konnte man sich verteilen, jetzt waren aber 2000. Eben. Sie konnten sich nicht mehr verteilen. Ja. Aber es hat niemand darüber geschrieben, es hat niemand das Thema aufgegriffen, zu sagen, jetzt sind wir draufgekommen, dass wir Fehler gemacht haben. Richtig. Und da muss man gegensteuern. Und ich bin dann sozusagen als Touristiker, als Museumsbetreiber bin ich auch ein Touristiker. Ich verkaufe zwar was anderes als die Skiorte, aber ich brauche auch Leute, die das besuchen, die Eintritt bezahlen und die das genießen. Und wir haben gerade diesem aggressiven, schnellen, lauten Tourismus, Dolomitenpässe, eine Entschleunigung und Ruhe entgegengestellt. Und das funktioniert auch ganz gut. Also wir kommen über die Runden. Aber ich will das nicht als Beispiel sehen. Das ist nur eine Ergänzung. Aber es hilft mir zu sehen und zu begreifen, was wir sonst falsch machen. Richtig. Ich habe drei Bauernhöfe saniert in meinem Leben und natürlich alles gelassen. Die Architekten haben mir zweimal gesagt, das ist ein Blödsinn. Das kann man nicht mehr retten. Und ich habe jeden Balken, jedes Getäfle, weil ich das besser gar nicht machen kann. Ja, richtig, ja. Das war vielleicht gleich teuer von der Handarbeit her, aber ich habe keine Ressourcen verbraucht. Es gab in der Schweiz ein Projekt, das Professoren mit ihren Studierenden gemacht haben am Studio Basel. Da waren ganz namhafte Architekten dabei, Herzog und Demeron, Star-Architekten unter Anführungszeichen. Damals ging es um die Frage, was wird aus der Schweiz? Man könnte ja auch Südtirol, Nordtirol einsetzen, andere Regionen, wenn es auch Unterschiede gibt. Damals ging es um die Frage, was passiert, wenn wir mehr und mehr Landschaft zersiedeln, wenn agrarische Mythen auf Supermoderne treffen und solche Dinge. Und in dem Ergebnis, das nennen Sie ein städtebauliches Porträt, da gibt es eine Frage, die ich an Sie weiterleiten möchte. Es gibt aber auch eine Antwort dazu. Die Frage lautet, ist das Matterhorn ein urbaner Ort? Und die Antwort, die diese Leute gegeben haben, lautet, das Matterhorn ist nicht anderswo, sondern irgendwo, es ist nah. Ja. Wenn heute jemand in Mumbai ins Flugzeug steigt,
mit dem Zug von Mailand nach Bozen fährt, mit dem Bus ins Schnalstal, mit der Gondel rauf auf den Gletscher, dann bewegt sich ja dieser Mensch in einem Innenraum, in einem Eigenschaftslosen, der einmal diese Leute ausspuckt am Gletscher, anderes Mal auf den Malediven. Das heißt, die Begegnung mit dem Berg ist eine völlig andere, sie ändert sich. Ja, das teilweise nimmt diese Begegnung skurrile Züge an. Deswegen meine Frage, hat der Berg für uns heute noch diesen Charakter, das andere unserer Zivilisation sein zu können? Also was das Image angeht, hat er die Ausstrahlung der Wildnis verloren. Mhm. Also meine einfache Antwort bleibt auch, war immer, aber hat nichts genutzt, war, der Berg hat die Kraft, die Menschen auszuschließen. Das heißt, wenn ich den Berg lasse, wie er ist, also ich meine jetzt wirklich den Berg bei uns von 2000 Meter aufwärts, beim Everest von 5000 Meter aufwärts, dann mache ich keine Infrastruktur. Es gibt einfach keine. Das wird verboten, ausarmen. Kein Steig, kein Weg, kein Hubschrauberlandeplatz, nichts. Dann hat der Berg die Kraft, 99,99% der Erdträumer dieser Wildnis auszuschließen. Die trauen sich nicht mehr weiter. Wenn ich den Berg aber urbanisiere, wie das Matterhorn, weil darunter eine Hütte ist, weil da die Seilbahnen hochgehen, weil man einen Bergführer nehmen kann und da relativ sicher hinaufgeführt wird, dann ist der Berg ein Tummelplatz wie viele andere, wie der Central Park in New York. Ja. Dann ist er Teil dieser erschlossenen Welt. Und es gibt relativ wenig nicht erschlossene Welt, aber in dem Moment, wenn wir mit den Infrastrukturen ab einer bestimmten Höhe aufhören würden, dann ist das vorbei. Und ich sage auch, der Alpinismus wird zu Ende gehen. Mhm. Der Alpinismus ist der Versuch, dorthin zu gehen, wo keine anderen sind. Mhm. Dorthin, wo man die ganze Verantwortung für sich und seine Kameraden selber trägt und wo es keine Infrastruktur gibt. Wenn ich ein Zeltchen mittrage und da aufstelle und wieder weiter mitnehme und dann heraustrage, habe ich eine Überlebensmöglichkeit mit mir getragen, aber selber getragen. Mhm. Ja. Aber ich komme nicht weit, wenn ich alles selber tragen muss. Oder wenn ich alles selber ziehen muss, wie in der Antarktis. Und meine Expeditionen hatten zum Teil diese Dimension, dass ich gesagt habe, nur so gilt es. Nicht, dass es mehr Wert oder weniger Wert hat. Nicht, dass die alten Leute nicht mit der Seilbahn hochfahren dürfen. Ich will nur sagen, Alpinismus findet ausschließlich in der Wildnis statt. Das andere ist Tourismus. Der Tourismus braucht eine Infrastruktur, der braucht eine zivilisierte, erschlossene Welt. Während der Alpinismus das nicht braucht. Der Alpinist geht dorthin, wo die Welt ist, wie sie vor 500.000 Jahren war. Ja, das heißt, der neuralgische Punkt wäre dann das Nachdenken auch über touristische Infrastrukturen. Ja. Wenn ich die Frage jetzt zum Beispiel Architekten stellen würde, wie baut man in den Alpen, dann kriegt man oft den Hinweis entweder auf die anonyme Architektur, die ja hunderte Jahre alt ist, oder auf die Pioniere der Moderne, die bei uns gebaut haben, die als Vorbild gelten. Aber ich glaube, der emblematische Raum unserer Zeit sind ja die Infrastrukturen. Das heißt, es geht um die Frage, wie unsere Landschaft sozusagen operativ gemacht wird. Ja. Wie sie umgewandelt wird in eine ökonomische Verwertungsstruktur. Ja. Und das, glaube ich, ist der Haken auch, um zu verstehen, wohin wir uns entwickeln möchten. Aber wir können heute natürlich nicht mehr im Rückblick sagen, jetzt tun wir alle Seilbahnen weg am Matterhorn, da hängen so viele Arbeitsplätze dran, dass es nicht anders geht. Das ist eine ganz normale Industrie, eben die Fremdenverkehrsindustrie. Und jetzt ist höchstens in die Zukunft hinein zu überlegen, reicht es uns oder reicht es uns nicht? Und da werde ich wieder zu einem Wirtschaftsdenker und sage, das Skifahren zum Beispiel nimmt ab. Also das Pistenskifahren nimmt eindeutig ab, das sehen wir. Also darf ich nicht neue Pistengebiete ausweisen als Politiker. Und ich muss auch schauen, dass die jetzigen Infrastrukturen, die erfolgreich sind, die schon einmal da sind, weiterhin leben können. Ich kann die nicht abgraben. Aber die anderen Orte, die auch ein Recht haben, von dieser großartigen Landschaft Alpen zu leben, die müssen sich andere Themen wählen. Und da gehört halt auch zum Beispiel dazu, diese Gegend ist einfach nicht erschlossen. Wer da reingehen will, trifft den Wolf, trifft den Bären und trifft auf irgendeinen Felsen, über den er drüber klettern muss. Das ist eine andere Welt. Also meine Kunst in meinem Leben war es bisher, dass ich in dieser Wildnis, in dieser archaischen Welt unterwegs war und das Glück hatte, dort nach meinem Lebensmotto selbstbestimmt leben zu können. Das heißt, nach anarchischen Prinzipien. Wenn ich in der Wildnis bin, kann mir niemand sagen, was richtig und falsch ist. Das sagt mir nur der Instinkt, weil er nicht will, dass ich umkomme. Also Selbsterhaltungstrieb zwingt mich, es so vernünftig wie möglich zu machen.
Und das ist ein ganz anderes Leben wie das zivilisierte Leben. Die Zivilisation, je größer sie ist, braucht Regeln. Wir bräuchten, um die großen Probleme zu lösen, eine Weltregierung. Wir haben nicht einmal eine europäische funktionierende Regierung, die funktioniert leider noch nicht. Also ich bin ein großer, begeisterter Europäer, vor allem als Südtiroler, weil das unsere letzte Möglichkeit ist, aus allen Zwischenstuhlsituationen herauszukommen. Aber richtig funktionieren tut es nicht, weil die Egoismen, auch die nationalen Egoismen, einfach noch zu groß sind. Geschweige denn eine Weltregierung. Aber wenn ich in der Wildnis bin, brauche ich das alles nicht. Da gibt es keine Gesetze. Da herrscht Anarchie. Und Anarchie heißt im Grunde nur, keine Macht für niemand. Also niemand hat mehr über mich Macht. Das ist mein Lieblingszustand. Den kriege ich allerdings nur, wenn ich in die Wildnis gehe. Die Studenten möchten noch ein anderes Thema mit Ihnen besprechen. Und zwar geht es um diese Frage der Mesner Mountain Museen. Da gab es ja am Kronplatz Zusammenarbeit mit Zaha Hadid, die bei uns eine Ikone ist. Eine Ikone ist, genau. Es gibt in der neueren Architekturgeschichte immer wieder solche Treffen von Superlativen. Es hat Zusammenarbeit gegeben von Rem Koolhaas mit Miuccia Prada und jetzt auch die Zusammenarbeit von Zaha Hadid und Reinhold Messner. War das ein Star War? Gab es da einen Clash oder gab es eine ergänzende Arbeit? Wie das entstanden ist, ist interessant. Ja. Also die Seilbahngesellschaft vom Kronplatz, eine starke Seilbahngesellschaft, hat irgendwie das Gefühl gehabt, es reicht noch nicht, was sie da oben alles gemacht haben. Da gibt es eine Glocke und da gibt es Spielplatz. Und also die Lifte kommen daher vom Gardertal, von Olang, von Bruneck. Gut organisiert, also wirklich vorbildlich organisiert, aber eben ein touristischer Platz mit Massenandrang. Und inzwischen haben sie auch gemerkt, dass da mehr und mehr Leute kommen, die mit den Schuhen kommen und nicht zum Skifahren kommen. Die wollen ja irgendwie oben herumlaufen. Und dann haben sie eine europaweite Ausschreibung gemacht, Architekturausschreibung, für eine Aussichtsplattform. Nun wusste ich natürlich, ich wusste das am Beginn gar nicht, dass sie das gemacht haben, muss das dazu sagen. Und als ich das erfuhr, habe ich zum Bürgermeister gesagt, warum hat man meine Architekten, mit denen ich unten das RIPA gemacht habe, dieses Bergvölkermuseum im Schloss Bruneck. Das ist eine ganz andere Arbeit, weil da ging es darum, das Schloss zu sanieren und für ein Museum umzugestalten, ohne was anzugreifen. War gar nicht einfach. Und dann kommt der Bürgermeister nach einem Tag wieder und sagt, nein, die können noch mitmachen, haben aber nur mehr 2 Wochen Zeit. Und dann habe ich gesagt, zu denen macht's doch mit, habt eine Idee für eine Aussichtsplattform. Ich sage euch gleich, das ist ein Blödsinn. Weil Aussichtsplattformen gibt es schon 1000. Die erste ist im Grand Canyon gebaut worden. Da kommen immer neue dazu. Ne? In den Alpen sind inzwischen schon hunderte. Das ist nur Nachmacherei. Und das verstellt nur den Blick. Ich brauche keine Aussichtsplattform, wenn ich auf einem Gipfel stehe. Das sehe ich schon. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, was würdest du tun? Dann habe ich gesagt, ich würde ganz einfach einen Balkon bauen. Weil jede Aussichtsplattform muss sich, wenn sie da rausschaut, zurückhängen in irgendeiner Form. Ja. Ich verbaue die Landschaft, da darf man nichts verbauen, da oben. Ja. Es ist schon genug verbaut. Ja. Und habe gesagt, gehen wir an die steilste Stelle, stellen eine Kiste in den Berg und lassen den Balkon rausragen. Die Kiste hält den Balkon. Und das tun wir mit der Kiste. Ich habe gesagt, die brauche ich, deswegen gebe ich euch den Ratschlag. Dann möchte ich ein Museum hineintun, ich brauche noch eins für den traditionellen Alpinismus. Ja. Früher wollte ich das gar nicht, aber dann ist mir klar geworden, das wäre ein Thema. Dann haben sie das eingereicht, eine Skizze, mehr ging ja nicht mehr. Und dann hat man mich gebeten, noch bevor die Preisverleihung war, ich soll das anschauen. Da standen 10 Objekte und in der Mitte stand mehr oder weniger ein Arm aus Beton, mit Beton in die Erde verankert und oben wie ein Entenhals, Entenkopf, also wie ein Entenhals, Entenkopf, hinauf mit zu Fuß oder mit der Treppe wie im Kaufhaus. Ja. Und oben kannst du stehen und schauen. Ja. Dann gesagt zu den Geldgebern, baut das. Die Leute werden darauf steigen und sagen, was habt ihr aus dem Kronplatz gemacht? Weil sie von oben erst verstehen, was das an zusätzlicher Qualität bringt. Ein Durcheinander ist. Okay. Also. Also gegen negativ. Mhm. Mhm. 2 Wochen später bekam ich eine Anfrage, ob ich bereit wäre, diese Kistenidee weiter zu diskutieren. Sie würden den Wettbewerb niederschlagen und sagen, Zaha Hadid hätte gewonnen. Dafür kriegt sie den Auftrag, die Kiste zu bauen. Also das architektonische Meisterwerk hat sie gebaut und nicht ich. Ich habe nur den Platz wählen dürfen
und gesagt, ich brauche Raum für ein Museum. Und es braucht einen Balkon, weil das ist sozusagen Teil der Ausschreibung gewesen. Und der Balkon ist ja jetzt mit das schönste Stück. Und dann habe ich mit ihr gebaut, ohne sie je zu sehen, mit einigen wenigen Telefonaten, die von einer Radikalität waren, ohnegleichen. Aber ich habe immer nachgegeben, habe immer Lösungen gefunden. Nein, nicht immer, aber fast. Also ich habe zum Beispiel, das ist alles rund, sehr schwierig zu behängen. Wir haben dann Lösungen gefunden, haben in diese, das sind ja 160 Teile hinaufgehängt, das mit Zitaten zu lösen. Ist ja auch gut gelungen. Als ich anfragte, darf ich Vitrinen hinein machen, kam nur die Antwort, Herr Messner, in mein Museum kommt keine Vitrine. Die Linien dürfen nicht unterbrochen werden. Die durchgehenden Linien müssen halten. Dann habe ich das Problem gehabt und sagte, ich brauche Vitrinen. Unter den Treppen ist Hohlraum. Dürfen wir unter die Treppen reingehen? Ja, das dürfen wir. Dann habe ich das alles neu gedacht für meine Reliquien und für meine Bilder. Und dann kam ich zu einer großen Fläche, wo ich wirklich, ja, 20 Kubikmeter Ausstellungsfläche hatte hinter Glas, ohne die Linien zu stören. Aber ganz unten war die Linie dann so, dass ein Kind oder ein kleiner Mensch nicht hätte hineinschauen können, weil es zu hoch läuft. Und dann habe ich wieder mit ihr kurz geredet und gesagt, wir haben ein Problem, da muss man die Linie aufhören oder wir müssen da tiefer gehen. Da hat sie gesagt, mein Museum wird kein Millimeter eine Linie verschieben, weil das geht nicht. Haben Sie die Linie nicht gesehen? Ich sage, wie habe ich schon gesehen? Nein, es war gut. Es war großartig mit dir zu bauen. Aber sind jetzt mit dem Resultat zufrieden? Ja, es ist auch gut gelöst. Die Farbe dieses Eingangs ist wie die Dolomiten. Es ist aber trotzdem nicht ein nachgebildeter Berg. Also kein und, kleiner Bruder vom Großen. Ne? Und es ist, was sehr gut gelungen ist, wenn man von oben runter geht, man geht ja oben rein und runter, dann sieht man ganz genau die Besiedlung der Berge. Beginnen nur die Täler, dann die Bergbauernhöfe, dann die Alpenwiesen und am Ende die Berge. Und bei jeder Stufe sehe ich sozusagen, wie der Mensch langsam nach oben ging. Ja. Aber Sie bezeichnen Ihre Museen, die Messner Mountain Museen, von denen es ja 6 gibt, nicht als Museen, sondern als Begegnungsräume. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, es geht wieder um diese Beziehung zwischen Mensch und Berg in der Form eines Museums. Ja. Wie ist damals diese Entscheidung gefallen, Museen dafür zu bauen? Wenn man heute, sagen wir so, jemanden diesen Auftrag geben würde, und wir diskutieren ja sehr viel an der Fakultät über solche Bauaufgaben, dann könnte man auch sagen, wir machen ein digitales Museum, wir geben den Leuten eine App, die klicken drauf und sind im Messner Mountain Museum. Ja. Ja. Wie ist diese Idee entstanden hier, das architektonisch umzusetzen? Also ganz einfach. Erstens bin ich ein leidenschaftlicher Sammler, nicht nur von Berggipfeln, sondern auch von Dingen. Und ich habe natürlich mit meinen Reisen dann einfach immer wieder was mitgebracht. Am Beginn hatte ich ein paar hundert Euro übrig, am Ende oder Dollar damals, später hatte ich mehr übrig und habe ganz konkret gesammelt. Habe dann ja auch Bauernhöfe, nicht gesammelt, habe ich nur 3, aber immerhin. Weil die Lust dabei war, das Gestalten. Aus diesem Bauernhof wieder was zu machen. Meine Bauernhöfe waren alle kaputt, waren alle nichts wert. Ich kann gar nicht erzählen, was die gekostet haben. Mehr oder weniger null. Die waren einfach kaputt. Die Gebäude, die Wiesen, alles. Und die wieder aufzubauen und einen neuen Inhalt zu geben, habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Und ich leide darunter, wenn ich nicht irgendwo etwas baue. Also dann habe ich in den End-80er, 90er Jahren gesagt, ich versuche in Juwal, auch um Juwal einer zukünftigen Generation zu übergeben, wenn Juwal ist, da kann nicht jemand wohnen, der 2000 Euro im Monat verdient. Das kann er sich nicht leisten, das ist zu teuer, solches Schloss zu halten. Um es nachhaltig zu machen, ob man da ein Museum machen könnte. Und da brauchte ich 2 Jahre, bis ich einen Parcours hatte, neue Tür irgendwo ausgebrochen, dass ein Parcours laufen konnte, bis ich ein Ticketing hatte. Und ich wusste nach 2 Jahren, das trägt sich selber. Das bringt mir nicht viel, aber es trägt sich selber und erhält die ganze Burg. Also kann dir jemand übernehmen und sagen, ich mache dir das hier, alles erhalten, brauchst dich nicht kümmern, lebst in China und gibst es deinen Kindern, vielleicht kommen die dann zurück. Das muss ja so es muss auch funktional sein. Und als ich das hatte, wurde diskutiert, was mit Bozen los ist.
Also da habe ich mal überlegt, auf dem Müllberg den Schlern nachzubauen als Museum. Dann habe ich wirklich Blut geleckt und gesagt, das möchte ich ein ordentliches Museum, weil das ist ja nur eine existente Schlosshütte, wo ich ein bisschen... Ein Satellit habe. Eigentlich vom Sigmundskanal. Aber das kam erst danach. Und dann kam es zu einem Rechtsstreit, weil eine Familie in Südtirol, die sehr viel Macht hatte, den Landeshauptmann mehr oder weniger gedrängt hat, Sigmundskron, das von einer Adelsfamilie an einen Bauunternehmer verkauft wurde, vom Land zurückgenommen wird im Rahmen des Vorkaufsrechts. Das hat man in der Zwischenzeit, nachdem ich gemerkt habe, das verliere ich, weil die anderen stärker sind als ich, habe ich gesagt, mir selber gesagt, dann mache ich eben was anderes. Dann zerschlage ich meine Idee in 5 Häuser. Machen Berg, Fels, Eis, Bergvölker, heilige Berge. Und die siedle ich irgendwo an, außerhalb des Landes. Und habe dann am Monte Rita einen Platz gefunden, sofort mit Interreg-Geldern das richten können. Das Heer hat die Festung an eine Gemeinde verkauft, über das Land, ging ruckzuck, weil es auch darum ging, diese Gelder rechtzeitig zu nutzen. Und dann habe ich am Monte Rita ein Museum zum Thema Fels aufgemacht. Und habe mit dem Landeshauptmann von Trento um Besena verhandelt, das gleich groß ist wie Sigmundskron, und hätte dort das Zentrum gemacht. Und dann hat man wohl erkannt, dass ich das ernst nehme mit, ich mache es halt irgendwo anders. Und dann war inzwischen die Ausschreibung gewonnen von mir. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich das schaffe einzurichten, das wird sehr teuer, wenn das funktioniert, dass es wirtschaftlich auch keine Belastung wird, dann mache ich beides, das Zentrum und die 5 Satelliten. Und dann ging es darum, die richtigen Positionen zu finden. Ich lebe von den Positionen. Als ich Sigmundskron den Vertrag das zweite Mal kriegte und damit nicht mehr angreifbar war, weil es ja eine europäische Ausschreibung gewesen war, habe ich 3 Museumsdirektoren eingeladen. Einen von Zürich, einen von München, einen von Rom. Und habe ihnen das Ganze gezeigt. Die haben nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das ist unmöglich. Damit können Sie nie aus den roten Zahlen herauskommen. Sie gehen hundertprozentig nach 2 Jahren pleite. Provinz, viel zu klein. 5 Häuser, brauchen Sie 5 Ticketing, 5 Putzkolonnen und so weiter. Haben Sie mal alles erklärt, das wusste ich schon vage, aber so als Träumer. Und ich habe dann gesagt, ich erwarte eine Synergie von einem Museum zum anderen und ich punkte mit der Position. London kann das nicht machen, München kann das nicht machen. Ich stelle die Museen genau dorthin, wo die Natur draußen, der Gletscher, mich nach innen sozusagen ergänzt. Aber das ist auch ein Ausdruck der Postmoderne. Ne? Einer Welt, die kompliziert geworden ist, wo große Erzählungen nicht mehr funktionieren, wo es viele kleine Erzählungen gibt. Da erzählen sie die Geschichte der Berge. Richtig. Menschen gehen dorthin, um ein klares Narrativ zu haben. Genau. Und das Museum übernimmt diese Aufgabe. Genau. Das Museum muss sich ja aber bis zu einem bestimmten Punkt auch wieder selbst erfinden, oder? Das muss sich ja weiterentwickeln. Das muss sich weiterentwickeln. Es wird dadurch nicht die Welt weniger kompliziert machen, sondern möglicherweise wird sich der Besucher auch darauf einlassen. Also interessant ist eben, dass diese Erzählform sehr viele Emotionen heraufbeschwört. Da gibt es Texte, Zitate und Texte, die sind die rationale Seite. Ja. Die Kunst ist eine Vorstellungshilfe, aber die Reliquien, die sind sehr stark emotional. Und die kannst du im Internet sehen, das ist es nicht. Du musst sie wirklich vor dir haben. Beobachten Sie da auch die Besucher, die kommen? Die Besucher sind für mich Teil des Museums. Wir haben jetzt ja auch ein Kino eingebaut in Sigmundskron, weil die Menschen auch eine Hilfe kriegen müssen. Und ich bin sicher, dass viele nach Hause gehen, sich ein Bergbuch schnappen und noch dazu lesen. Also die Erzählform ist gut. Sie haben völlig recht, dass wir immer das Neue erfinden müssen, immer Sachen wegnehmen, andere Sachen rein tun. Wir tun uns auch relativ leicht mit den 5, 6 Häusern sind es in der Summe, hin und her zu schieben. Und ich sammle weiter. Ich war sehr spannend mit Ihnen, Herr Meser. Dafür möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute, noch viele, viele Ideen, viele Projekte. Und vor allem in unserer Zeit auch sehr viel Gesundheit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Meßner, und alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.